Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Luffy 2. Jo. Und zwar haben wir jetzt wieder gewechselt auf den guten Jack, weil der ist Level 16 erst, der Wolke ist Level 21. Das wollen wir jetzt ein bisschen ausgleichen. Außerdem hilft er uns vielleicht mit dem Feuerangriff. Und er könnte auch noch seine zweite Attacke lernen. So. Und ich greife zuerst an, das ist immer gut. Das heißt, wir greifen einfach alle normal an. Das... Wow. So, macht Frost jetzt was? Nein, auch nicht. Okay. Gut, wir kriegen einmal Damage in dem Fight, aber das sollten wir überleben. Das sollten wir an und für sich überleben. Kriegt zwar gerade die falsche ab, aber ist egal. Passt schon. So. Nice. Und Seelandstufe auf. KP, MP ist schon gut. Beweglichkeit ist auch gut. Ja. Ja, kann man nehmen. Passt. Ohne Stärke diesmal, aber man ist ja SSN-Markerin. Eben. Wenn wir schon von Stärke reden. Das Zornarmband. Und der Schlüssel für die Haupttür. In der goldenen Mitte. Gut. Oh, Jack will eine Route wieder. Sehr gut. Der hat nicht... Vorhin auch gerade eine gefressen, jetzt kriegt er die zweite. Gib ihm deine Route. Ein Glasring, leider habe ich den. Jetzt, ich kann ein Glasarmband anbieten oder einen Ohrschmuck. Aber wurscht. So, Zornring, das klingt nach Joko Time. Achso. Nein, doch nicht. Achso, ich. Hä? Was suchst du? Zornring. Zornarmband war das. Ah, okay. Entschuldige. Mein Fehler. Bist du schnell zornig? Okay, erhöht den Angriff. Ah, da haben wir das wieder. Nice, das heißt, es kriegt eine Magierin. Ich schaue gerade Abwehr. Das ist am besten für sie dann. Eindeutig. Obwohl, das erhöht ja die Abwehr. Ja, aber ihre erhöht sowieso. Und die... Ja... Nehmen wir's für sie, passt. Kann ich für dich das Armband nehmen? Nein. Aha, ich habe da immer noch ein Schutzschild. Ja, das hast du ja erst nur gekauft und nicht geholt. Nein, ich hab's Joko abgerüstet wegen dem Steinschild, das heißt, ich kann's ihm geben. Ja, ich meine, du hattest ja erst Joko geholt nur. Und dann, abgerüstet, weil du dann, dass er da das Handwerk hat. Du kannst dann jetzt das geile Schutzschild geben, ja. Na passt. Sind wir auch wieder ein bisschen stärker. Ich bin bereit. Für die Unendlichkeit. Na, und noch viel weiter. Danke. Was, like you? Ja, zum Beispiel. das sieht mir sehr holzig aus. Dann machen wir doch zweimal Funke. Warte mal. Oh ja, passt schon so. Weil der gute Joko wird sowieso einen blätten gleich. Und wenn ich Glück habe, macht unser Kapselmonster Jack auch noch den Routenangriff. Dankeschön. Dankeschön, mein goldiger Freund. Dankeschön. So. Das heißt, sie sind alle erledigt. Freut mich. Tschun, tschun, tschun. Nice. Und hier, und Jack ist bald Level Up. Nice. Das heißt, ein Fight noch mit den Zombies eventuell? Na, wurscht. Lass mal. Geh mal weiter. Schlüssel. Oh, versteckte Gegner. Extrem schnelle. Ja, ich merk's. Das war halt einfach mit Munden und hier so. Das war so ein Überraschungseffekt, den wir da eingebaut haben. Blöd, dass ich von links gekommen bin, ne? So, Routenangriff, wär nett. Dann halt nicht. Passt. Achso, der hat schon angegriffen, oder was? Ja. Weil er gerade mitkriegt. Perfekt.
So, Tier. 5,8, ja. Beweglichkeit. Ja, ja. Na, ja. Okay. Check hat dafür Mittelmaß. Nice, okay. Haha, wer hätte es gedacht? Ich sehr wohl. So, dann machen die zweimal den ersten Blatt. Und es wäre nett, wenn die anderen zwei den nächsten Blatt machen könnten. Ja, das geht sicher aus. Nice. Autsch. Was? Dass der zweimal angreift, der Anführer. Frechheit. No. Watzi, watzi, watzi. Tschusch. Lederrüstung braucht man nicht. Oh Gott, hier braucht 13.000 Pünktchen jetzt schon. So, wieder links, ne? Jawohl! Schöne Abwechslung. Dann machen wir doch den Funkezauber mal zwei gleich wieder. Funke, Funke, kleiner Stern, hab dich ja zum Fressen gern. Platsch. Und alle erledigt. Nice. Fünkchen! Jo. So. Ach ja, jetzt weiß ich, was da kommt, dann redest du wieder ein gutes. Wo? Jetzt, oder was? Ja. Nicht gleich kommen. Das, was ich gemeint habe, was ähnlich ist als ein anderes. Wird spaßig. Okay. Achso, mit den bunten Steinen, oder was? Ja, aber besteht aus drei Rätseln, dieses Rätsel. Was mit den bunten Steinen, oder was? Ja. Immer ein bisschen schwerer. Drei Rätsel? In einen? Nee, drei Räume sind es halt. Ach so, okay. Was meinst du? Na, schauen wir sich an, wenn es soweit ist. Jetzt noch in dem Part Gehirnschmalz einschalten? Ach Gott, das ist... Das wird spaßig, ich bin schon gespannt. Ich lasse dich gleich schön leiden. Super, Leute, stellt euch darauf ein, dass der restliche Part wahrscheinlich so ausgehen wird, dass... wir nicht weiterkommen werden. Ich sehe schon, das ist typisch Joko. Wenn es drauf ankommt, oh, dann muss ich gleich einen Schluck trinken. Mir wird schlecht. Zurecht. Zurecht, zurecht. Wow, Narkose. Warum hast du dich abwehren lassen? Ja, weil man dachte, der eine stirbt, aber ja, das war eine Täuschung von mir. Wurscht. Dafür sind sie jetzt gleich erledigt, hoffentlich. Ich weiß ja nicht. Oh ja, der auf alle Fälle, aber der nächste auch, komm. Das muss sitzen, danke. So. Ja. Ui, da ist was Neues, glaube ich. Autsch. Ja. Warum hat der einen Überraschungsangriff? Ja, weil der dich von... Der hat ja dich von der Seite angegriffen. Dann kann es sein, dass er dich... Oder dass dann lange bekommt. Von der Seite her ist das eine, hast du eine gewisse Chance, und von hinten hat er eine 100% Chance, dass du das unbeiden bekommst oder andere oder du halt. Oder okay. Er hat wer von hinten genommen wird. Wenn er von hinten genommen wird, oh ja. Das klingt falsch. Ich weiß. Was ist, wenn ich das nicht will? Hab ich Pech gehabt, oder was? Nicht bei jedem Gegner. Okay, dann die können. Kein Lang bekommen, diese Art und Weise. Okay. Ja, gar nicht. So. Ah, Rätsel wieder. Okay. Okay, aha, warte, das steuert drauf runter wahrscheinlich. Ja, okay. Gut, dann brauche ich mal. Ich brauche. Oh, falsche Taste. Ich brauche mal. Hallo? Ich drück. Du solltest vielleicht erst nochmal gucken, ob du den... Was wollte ich gucken?
Dann werde ich noch mal gucken, ob du mit den linken Hebel noch was bewegen kannst. Was mit dem? Ja. Da habe ich ja. Mit den linken. Rauf runter. Nochmal andersrum. Also von unten nach oben jetzt. Dann nochmal andere auch. Und jetzt den linken, den unten Hebel nach links. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass ich damit das steuern kann, ja. Dass ich da und dort hinkomme, das wollte ich hinmachen. Und wahrscheinlich kann ich das genau seitenverkehrt auch machen dann, wenn die Hebel in meine Richtung schauen würden, ne? Ja. Und warum hast du mir jetzt geholfen wieder? Hast du nicht gesagt, du willst mich leiden lassen? Das war noch nicht das Schwierigrätsel. Das wollte ich beschleunigen. Aha, ja, aber dann lass mich's trotzdem machen. Alter Junge, genau das hasse ich. Ah. Sorry. Nein, das mag ich nicht. Da bin ich dir böse. So. Ich hab's ja eh durchschaut. Nur wollte halt mal testen. Ach Junge, wenn man das Spiel nicht kennt, dann möchte man selber drauf kommen. Außer wenn du siehst, dass ich nach 5 Minuten immer noch irgendwie verzweifelt dastehe und nicht weiter willst, dann bitte. Ja, sorry, das war mir so rausgerutscht. Ein Flatterstein, das ist kein Federstein, nein. Der flattert mir. So, zeig mal, was der kann. Der leichten Flatterer. Kräfte von Fledermäusen. Saugt der MP des Gegners und gibt dir. Das ist gut, das muss er Magiern geben. Das heißt, das Beweglichkeit erhöht sich. Das kriegt gleich sie. Das ist sehr gut. Apropos ja. Beweglichkeit, ich muss jetzt einmal kurz mal schauen. Wir haben hier 54, 52. Okay, sie, die Reihenfolge bleibt. Alter, die hat 90 Beweglichkeit. Wie will man die alte denn einholen? Die ist ja von Level her, ist sie ja auch ein bisschen hinterher. Irgendwie funktioniert die Taste. Ich verstehe. Hä? Was will sie denn? Na, passt schon. Jetzt check ich's auch. Das Problem ist, die Hebeln funktionieren ja nur, wenn ich nicht. Also, ich kann die nicht mit dem Pfeil aktivieren. Okay. Das war das Problem. So. Den einmal rüber. Genau, so. Ich dachte, warum geht der Pfeilschuss nicht, wenn ich da drauf stehe? Aber das liegt an die Plattform und nicht an meinem Controller. So. Das war das Problem. Ja, grüße Gott. Ja, grüße Gott. Jawoll. Und ich greife zuerst an, weil ich gut bin. Da 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 da. Ich brauche einen Routenschlag von meinem Check. Und falsches Monster. Alter, 194. Mit Feuerdamage. 130? Hä? Das war ordentlich. Ach so, die sind generell schwach in der Angriff. In der Abwehr. So, Entschuldige. Naja, aber sie hat halt eigentlich eine Eisattacke. Oder hat sie ihr denn gegeben? Oder wer hat den. Sie hat Eis. Dachte er nicht, das müssen wir gegen Frost unempfindlich. Naja, egal. So, jetzt ist die Frage, gehen wir vor. Okay, gehen wir vorher rauf oder gehen wir vorher in den leeren Raum? Da kann doch nicht nur leer sein. Das gibt's ja nicht. Halt den Mund. Du wirst schon wieder was sagen. Ja. Ja. So, was steht da? Liegt eine Kiste, die im Weg, so sprengen sie mit einer Bombe weg. Falsche Taste. Du willst mir sagen, dass ich schon wieder was versäumt habe, ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Vielleicht hätte ich die Kisten nicht wegspringen sollen. Wurscht. Gut, dann gehen wir noch mal runter. Oder was? Kann ich da oben noch was machen? Kann ich da? Es kann sein, dass da drinnen irgendwo was Unsichtbares liegt. Ja, ich sag nur, dass du was verpasst hast. Ich sag nicht was.
du willst ja nicht, dass ich dich spoiler. Aber da ist noch was, das sehe ich. Ah, okay. Ja, hab's gefunden. Hab's gefunden. Die Lücke in der Wand. Psychoring. Das meintest du doch, oder? Ja. Danke. So, was macht denn der? Füllt viele KP auf. Ui, lala. Stärker. Die steigen, der zweite Zauber von stark. Ja. Aber die Abwehr nimmt enorm ab. Wieder wohl die dritte Stufe reicht, heißt am stärksten. Stärksten wahrscheinlich, ja. Okay, aber bei ihm? Was ist Init? Der magische Angriff jetzt, oder was? Nein. Ja, es erhöht magischer Angriff. Init ist der magische Angriff. Wurscht, ich geb's immer, er greift eh hauptsächlich an und kann die KP dann für stärker verwenden. Ah, die ZP. Das ist wurscht. Gehen wir's immer mal. Ich hab für den Rest gerade keine Verwendung. Wo ist eigentlich. Ja, aber das. Ich würde es da WLAN geben. Ja, aber das Sen. Magierin. Ja, aber die hat doch. Die hat doch den Zombie-Ring. Wird er nicht beeinflussen. Ja, Magieangriff nimmt dann enorm ab. Ah, Abwehr nimmt enorm. Obwohl. Der hat auch niedrig. Okay, ja, passt. Machen wir das so. Ja, machen wir es so. Hast recht. So, Überraschungsangriff bitte. Nicht, danke. Warte, wir müssen den loswerden. Nein. Wir müssen den loswerden. Und den da hinten. So, die zwei müssen wir loswerden. Bitte darum. Ja, und den können wir gleich mitnehmen. Aber leider reicht's nicht. Und für den reicht's auch nicht. Super. Gut gemacht. Egal, greift das Monster an, das hat er verdient. Armer Gordo. Gordo? Check. Ja, ich nehme den immer nämlich den richtigen Namen, deswegen bin ich gewohnt. Gordo halt. Gordo, das fliegende Etwas. Passt schon, die Truppe steckt das ein wie nichts. No. Passt. So, da. Wir haben gleich drei Level-Ups. Jetzt dreht er sich um. Der Holzfutze. Dreh dich nicht um, der Pumpsack geht herum. Gut, machen wir das so. Zweimal Funke sprühen. Okay. Einmal Route, dankeschön. Das heißt, der zweite Funke ist jetzt unnötig gewesen. Nein, nicht ganz. Denn der hat ihn ja nicht getötet mit dem Frostschwert. Ja, stimmt eigentlich. So, geil. Ja. Können wir lassen. Selan. Ja. Na, aber sie ist eh stark. Ja, 4. Ja. 9. Ja, 8. Schön. Schönes Level up. Da merkt man, dass die eine Marke ist. Intelligenz und Magieabwehr steigen stark. So. Soll das so sein, ne? So, wie wär's mit einem Routenangriff auf den richtigen. Wurscht, okay, das war nicht verhaut. Boah, 376. Sie macht ja noch mega Damage jetzt beim Zombie, dann dürften wir alle haben, ne? Was? Jetzt auf einmal nicht mehr? Oh, keine Ahnung, woran das jetzt lag. Oder liegt das an den Zombie-Ring? Sie hätte den Zombie-Ring gehabt. Das kann natürlich sein, das weiß ich, hab ich nie gemerkt. Ist mir nie so aufgefallen. Warte mal, wir lesen einmal nur kurz. Hilfreich gegen untote Gegner, das war der Grund. Das war der Grund, okay. Und deswegen macht auch Schoko so viel Schaden gegen die. Ja, also Rätsel gelöst. Das ist mir nie aufgefallen. Ich dachte immer, dass er einfach nur eine Zornattacke gelassen hat und halt die Magieabwehr hoch. So, jetzt frage ich dich, hat der leere Raum hier was zu bedeuten? Nein. Gut, danke. Könnten nichts für jetzt. Okay, jetzt haben wir das Rätsel hier mal, ne? Warte mal, wenn ich. Ah ja, warte, ich sehe schon. Wenn das ist es. Okay. Ah.
Ich muss mit den Bomben arbeiten, auf alle Fälle. Und zwar muss ich... Ah, verdammt, falsch. Oh. Okay. Falsche Reihenfolge. Ja. Da siehst du jetzt, wo der Raum da ist. Ja, ja. Okay, passt. Aber das Rätsel war nicht schwer. Das war jetzt nicht schwer. Ja, das war noch okay. Das schaut auch aus, als ob man... Komm, hinter der Säule hervor! Es ist so geil mit den Rätseln, mit den Kämpfen und... Das, ich liebe ja. Es gerade, irgendwie. So. Deswegen gehört auch zu den besten SNES-Spielen, die ich so kenne. Ich hab dich überrascht, du hast mich seitlich nicht gesehen. Mhm. Achso, jetzt bin ich ja wieder falsch. Warte kurz einmal. Wir wollen das schon richtig stellen, so. Nur zur Sicherheit. Also untote Gegner muss ich jetzt mit Joker angreifen, auf alle Fälle. Obwohl der durch das Flammending hat er sowieso mehr Damage gemacht. Das hätte auch so gereicht. Aber gut zu wissen. Dann kann man mit dem... Oh, Feuerklaue gelernt. Cool. Nice. Wir sind feurig unterwegs. Okay, Joko macht den Platz. Du machst einen Funken Verstand und du greifst normal an. So. Ich hoffe auf die Feuerklaue, auf den ganz rechten Gegner. Dankeschön. Mann, du bist mir sympathisch, Jack. Du bist mir doch sympathisch. Das war ordentlicher Schaden. Ja, der ist mir echt sympathisch. Das war mein Plan, dass genau einer stehen bleibt. Sehr schön. Freut euch des Nordens. Schade, dass der das so selten einsetzt. Kann er ruhig öfters machen. Na. Ja, dann wär's auch ein bisschen overpowered. Weil apropos, ich schaue ja gar nicht mehr, was der essen will. Geht eigentlich... Ja, an Draht, okay. Geht eigentlich was von der Leiste verloren auch? Nein, gell? Leiste? Von der Essensleiste. Nein. Wenn ich hin und her switche. Nö. Okay, na passt. So, Feuerklaue... Ja, ist recht. Vielleicht schaffen wir alle Gegner, aber ich glaube nicht, weil der... Oh, könnte sich ausgehen. Könnte sich ausgehen, komm. Was ist denn der Feuerklaue war 1A? Die war 1A gerade wieder. Dankeschön. So. So, Feuerklaue auf den dritten Gegner, bitteschön. Danke. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, dann bitte jetzt. Also gehört, Jack, dritter Gegner, der zweite Holzgegner, zweiter von rechts, den meine ich. Ziele genau, Ziele genau. Okay, der ist auch in Ordnung, der ist auch in Ordnung. Nice. Ja. Hauptsache weg ist weg. Schön, danke, Jack, danke. Dafür darfst du den Damage kassieren. Jackie. Jackie-chan. Noch eine Feuerklaue, hallo, jetzt treibt das aber voran. Das ist mal der Zitronensaft, den er häufig mal droppt. Und leider noch keine Wunder. Ah, da haben wir den. Das erste der drei Rätsel. Rätsel. Mal stehen. Begrenzt du eine Reihe mit zwei gleichen Sternen, ändert sich die Farbe der Reihe der gemeinen. Beweg nur einen von den gelben Steinen, damit alle anderen genauso erscheinen. Was? Warte noch einmal. Begrenzt eine Reihe mit zwei gleichen Steinen, ändert sich die Farbe der Reihe. Ah, das ist wie das Othello. Kann und man das? Alle Steine müssen gelb sein. Ah, das darf keine Lücke sein wahrscheinlich, ne? Weil ja. Hier kann ich ja alle dunkel machen wahrscheinlich, ne? Genau. Das ist wie Othello. Okay, wir machen. Ja, dann muss ich den nehmen und einfach da rein. Das ist erledigt, ja? Das war jetzt nicht schwer. Das Einfache. Ja, ja, weil Othello kenne ich das Spiel. Das ist das, wo man immer am Ende, wenn der Gegner jetzt die dunklen Steine hat und man legt am Ende, also man hat hier einen hellen und man legt am anderen Ende, dann werden alle Steine dazwischen dieselbe Farbe. Typisches Othello-Spiel, japanisches Spiel.
Ach, da ist noch eins. Bewege einen roten Stein, bewege einen gelben Stein. Da müssen alle anderen so gelb wie Dotter sein. Also einen roten und einen gelben bewegen. Okay. Was ist, wenn ich es jetzt verkehrt mache? Ah, ich darf nur zwei bewegen, wirklich. Okay. Ja. Gut. Einen roten bewegen. Und einen gelben. Warte kurz einmal. Da müssen alle gelb sein. Das heißt, ich muss schauen. Nein, das bringt. Also wenn ich den nur daher. Das bringt so nichts, weil dann. Wenn ich den daher setze, dann werden nur die. Okay. Uiuiui, das ist jetzt schon ein bisschen anders jetzt. Okay, warte. Warte. Das haben wir gleich. Oder auch nicht. Auf alle Fälle. Warte, wenn ich den daher setze, wird der rechte dunkel. Da könnte ich die zurückverwandeln bis auf den da unten halt, ja? Okay. Ja, dann nehmen wir einfach. Na, das geht auch nicht. Ich muss die zwei Äußersten ja irgendwie dazu kriegen. Wenn ich den da hernehme, bringt's mal. Oh ja, bringt was. Natürlich. Bringt was. Haha! Choco! Ja, hier ist er knifflig. Ich mag Othello, das ist so schön. Bewege zwei gelbe und einmal rot. Dann öffnen die Tür und alles ist immer. Zwei gelbe und einmal rot. Hä? Ich muss rot zum Schluss bewegen? Das habe ich. Ist, glaube ich, egal. Glaube ich. Okay. Warte, ich teste mal. Ja. Ja, passt. Wenn ich mehr als einmal rot. Okay, passt schon. Okay, ich darf den gelben nicht verlieren. Das heißt, ich mache mal die Reihe. Warte, wenn ich dann den nehme. Das geht ja nicht ganz aus. Nein. Okay, das ist jetzt schon schwerer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man von der Ecke arbeiten muss. Ja. Dann. Unter anderem. Warte, da kann. Ah, oh ja, warte, ich weiß schon, wie ich es mache. Nein, ich weiß nicht. Warte, warte. Wenn ich den jetzt. Oh ja, ich hab's, glaube ich. Den legen wir daher. Den brauche ich dann in dem Fall nicht. Und den kann ich dann daher verwenden und das hier so machen. Fertig. Oh, Othello King. Nenn mich Othello King. Ja, nice. Schöne Rätsel. Gut gemacht. Schöne Rätsel, muss ich sagen. Und dein Speicherpunkt. Perfektes Ende. Wir haben 28 Minuten, Leute. Sehr gut. Frage, kommt dann schon ein Boss? Quasi fast. Gut, vielleicht gehe ich noch zurück ein bisschen Level. Schauen wir mal, weil wir sind. Sind wir knapp davor, für was? Ja, Choco. Und obwohl. Nur als kleiner Nein, kein Tipp. Du spoilerst mir mit dem Tipp wahrscheinlich. Nein, das spoilert mich kein bisschen. Okay, bitte. Ein Tipp ist, nimm Fumi als Kapselmonster damit in den Kampf. Sicher spoilert das, ja. Dann ist der Gegner ja feuerresistent, ne? What's up? Ja, er spoilert mich schon wieder. Ich sag's jedes Mal, er soll mich nicht spoilern. Er tut's sehen, trotzdem. Was ich meine. Wenn du den Gegner siehst, dann weißt du, was ich meine. Gut, dann mache ich das aber gleich, sonst vergesse ich. So. Aber hey, Stufe 2 darf ich ja nehmen, ne? Oder? Ja, klar. Okay. Na gut, Leute, dann würde ich vorschlagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Schnell weg, bevor ich explodiere. Ciao.